Christoph Genesis, Jahrgang 1960, Stuntman. 30 Männer und Frauen beschäftigt der Geschäftsführer der Stunt Crew Babelsberg. Einsatzgebiete, Film und Fernsehen und die tägliche Show im Filmpark Babelsberg. TV Berlin begleitete die Vorbereitungen für die Stuntshow. Jetzt im Dossier 24. Hallo, ihr seid heute bei der Stunt Crew Babelsberg im Filmpark und ich werde euch heute mal zeigen, wie so eine Stunt Crew funktioniert. Dann kommt mal mit. Ja, hier haben wir im Prinzip schon mal unser erstes Requisit. Das sind unsere Autos. Wir bekommen die Autos von Freunden, Bekannten oder wir holen sie natürlich vom Schrott. Sie müssen natürlich fahrtüchtig sein. TÜV brauchen wir nicht. Dann werden die speziell für die Show umgebaut und dann geht's los. Und dann fahren wir natürlich hier jeden Tag richtig volle Kanne. So, hier haben wir noch zwei Fahrzeuge. Die stehen hier trocken. Hier haben wir unser Heldinnenfahrzeug. Hier, das nennen wir Fürstinnenauto. Das sind die Bösen. Das ist natürlich die Gute. Ja, und sie fährt natürlich damit hier allen anderen davon. Aber das sehen wir gleich in der Show. Was macht da die Puppe im Kofferraum? Ja, da liegt ein Dummy. Das ist jetzt zum Beispiel ein Kinderdummy, das wir für Film und Fernsehen benutzen. Hier wird es gerade mal heute in der Show benutzt. Ich bin ja damals hierher gezogen und dann habe ich hier einen Job gesucht und dann habe ich angefangen beim Fernsehen und habe beim Fernsehsender gearbeitet und durch Zufall war der Stuntman krank, der den Harald Junke dubeln musste. Und da bin ich dann eingesprungen, weil mich jemand gesehen hat beim Boxen, hat gesagt, Mensch, du bist ja fit, kannst du hier mal schnell vom Fahrrad fallen? Das habe ich dann gemacht. Und so bin ich dann halt dann reingerutscht. Und dann konnte man damals hier die Firma mit übernehmen und dann habe ich einen Partner gefunden und wir zusammen leiten halt diese Stunt-Crew seit vielen, vielen Jahren. Uns hat immer Spaß gemacht und wir haben viel erlebt, waren weltweit unterwegs, Indien, Thailand, Amerika, überall und ja, haben eigentlich richtig Spaß daran. So, dann wollen wir mal mit unseren Spezialfahrzeugen ein bisschen fahren. Also die Arena ist ja relativ klein, wie man sieht und wir wollen natürlich Spannung erzeugen, indem wir natürlich schnell fahren. Ich werde jetzt nicht zu dolle fahren, aber wir haben natürlich mehr PS unter der Haube, dass wir solche Steigerungen hier auch nehmen können. Man hört schon, wie laut. Ach so, übrigens, ich kann euch eins noch mal erklären. Und zwar hier vorne auf der Seite. Hier, schaut doch mal einfach hierher. Hier haben wir uns wirklich Mühe gegeben. Und zwar haben wir hier echte Vulkanasche. Diese Vulkanasche ist aus Deutschland. Ja, woher aus Deutschland? Ja, aus der Eifel. Aus der Eifel haben wir dann ganz viele Fahrzeuge hier kommen lassen und damit es wirklich richtig echt aussieht und toll. Und ich denke mal, es ist gelungen. Selbst wenn ich in irgendeine Gaststätte komme, sprich Kneipe, und die Leute fragen dann irgendwie, was machst du, sag ich vorsichtshalber, ich bin aus der Gastronomie, weil sonst bin ich den ganzen Abend damit beschäftigt, irgendwelche spannenden Sachen zu erzählen. Aber mein Umfeld kommt damit klar. Hier sollte man sehr langsam fahren. Vor allen Dingen hier unten setzt man ganz schnell auf. Hier haben wir einen Huckel drin, ist ja klar. Aber bei dem Fahrzeug darf man nicht zu schnell fahren. Jetzt kann ich mal Gas geben. Und ihr habt gesehen, wie schnell das wird hier. Auch heute sehr rutschig, natürlich sehr laut. Das ist natürlich nicht so einfach. Ja, steckt eine Menge Arbeit dahinter, steht eine Menge Konzentration, Timing muss stimmen.
Wir sind dort immer Partner, nie Gegner, aber es sieht spielerisch aus. Jeder Schlag geht natürlich daneben. Die Autostunts sieht man ja, die sind schon spektakulär auf der kleinen Fläche. Also es ist schon ein hartes Stück Arbeit. So, jetzt zeige ich euch mal einen Schleuderer, den wir auch in der Show haben. Ich fahre jetzt einfach hier vorne vor und mache einfach eine kleine Wendung sozusagen. Okay, haltet euch fest. So, da bin ich. So, ja, das machen wir auch in der Show. Ist natürlich klar, Schleuderwende. Bei dem Wetter muss man natürlich ein bisschen aufpassen, soll aber auch spektakulär aussehen. Also wenn wir da so rausgeschleudert kommen, ist ja klar, Handbremse anziehen kennt jeder vom Parkplatz, hat jeder Junge schon mal ausprobiert. Wir werden nicht alt, deswegen dürfen wir jeden Tag hier, ja, so eine Show spielen. So. Als Stuntman ist natürlich Sicherheit A und O. Für mich als Brenner in der Show ist halt mein Hauptpart der Brennerpart. Und der ist halt wahnsinnig wichtig, weil Feuer verzeiht nicht. Einmal einen Fehler gemacht, irgendwo ein Loch, ein Leck, kommt mein Sicherheitsmann nicht so schnell an mich ran, um mich zu löschen. Deswegen ist halt die Vorbereitung für mich wahnsinnig wichtig. Das ist einfach für meinen Kopf. Das Einzige, was ich halt nicht schützen kann, sind die Augen. Weil ich muss halt in der Show wissen, wo renne ich hin, wenn ich Drehung mache, darf ich die Kontrolle nicht verlieren. Handschuhe ist klar. Das ist alles das Gleiche, das ist halt für meinen Kopf. Ist halt alles das gleiche Material, und zwar ist es Glasfaser. Glasfaser brennt nicht, ist nicht entflammbar. Von innen gegengenäht Molton. Molton wird bei Bühnenbildern genutzt, brennt auch nicht. Okay, jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, okay, wenn alles nicht brennt, warum brennt es überhaupt? Hier zum Beispiel mein Umhang. Das ist mein Umhang, den ich in der Show mir umlege. Hinten drauf genauso Molton raufgenäht. Und das Molton tränke ich mit ca. 1 Liter Benzin, stehe dann bereit und mein Sicherheitsmann zündet dann mehr oder weniger das Benzin hinten an, wenn ich es auf dem Rücken habe. Dann renne ich raus, mache meine Runden, drehe mich ins Feuer, ums Feuer und schütze halt mein Gesicht, weil das ist das Einzige, was ich halt nicht schützen kann, schütze ich halt mit der Hand, mit der Sicherheitshand. Das Molton hier, was ihr jetzt hier seht, ist halt schon ein bisschen abgebrannt. Es war schon 3-4 Mal jetzt in Benutzung. Sicherheitstechnisch, weil es halt nur noch 2-3 Lagen sind. Hier tausche ich es jetzt gegen neues Molton. Wird einfach ganz üblich mit Sicherheitsnadeln festgemacht. Und dann fällt es auch nicht runter und dementsprechend kann dann das Feuerwerk losgehen. Und wie warm wird das da unter? Also unterm Anzug spüre ich nichts. Ich spüre halt Wärme. Aber außen sind es Temperaturen bis zu 1000 Grad. Also dort kann man doch schon ein paar Marshmallows brutzeln. Ne? Aber innen drin spüre ich nichts vom Feuer, weil wenn ich wirklich was spüre, ist es schon fast zu spät. Weil Feuer verzeiht halt nicht und zieht halt sofort rein, Verbrennung, sehr schmerzhaft. Hast du dich schon mal verletzt dabei? Also ich habe mich verletzt noch nicht, aber was halt bei mir oft vorkommt, dadurch, dass ich mich halt gerne ins Feuer reindrehe und der Wind halt das Feuer um meinen Kopf rumträgt, dass ich mal die Augenbrauen absenke, okay, aber das kann ich noch verknusen. Und es ist einfach ein schönes Bild, wenn man vorne an der Tribüne, an der Leitplanke langläuft und die Leute einfach zurückschrecken, weil sie halt diese Hitze, die halt, auch wenn sie 5-6 Meter von mir weg sind, spüren sie halt diese Hitze. Ne? Die 1000 Grad spürt man dann schon und viele schrecken zurück und das ist einfach das Beste. Ja, hier haben wir unsere Vulkanarena. Hier ist übrigens ein Originalrequisit von einem Film von Tom Cruise, ein Helikopter. Der Rest ist hier alles frei erfunden. Wir spielen hier täglich unsere Stuntshow. Hier sind nachher 6 Kollegen auf der Bühne. Dann haben wir noch einen Pyrotechniker, einen Soundtechniker. Rund 2500 Plätze. Also wir spielen hier jeden Tag bei Regen, Wind und Wetter, außer wenn es richtig gefroren ist. Also dann könnten wir nicht spielen. Ansonsten spielen wir jeden Tag eine Stuntshow. Ist es gefährlicher, wenn es regnet?
Es ist natürlich auf jeden Fall gefährlicher. Man muss ein bisschen mehr aufpassen. Gerade mit den Motorradzähnen muss man aufpassen. Man kann schnell wegrutschen. Wir haben hier überall Metall. Selbst an den Türen müssen wir natürlich aufpassen. Wir haben hier Höhen bis zu 20 Meter. Also gefährlich ist es auf jeden Fall. Definitiv, klar. Aber wir passen auf. So, ich habe hier gerade eine 2 mm Fensterscheibe eingesetzt, also Stärke 2 mm. Es ist auch normales Glas. Beim Film nutzen wir sonst Zuckerglas. Können wir jetzt leider nicht in dieser Show machen. Aus budgettechnischen Gründen ist es eine Original-Fensterscheibe. Dementsprechend sind wir natürlich auch für unsere Sicherheit verantwortlich und müssen uns dementsprechend protektionieren. Sprich, wir haben Helm mit wirklich Kragenschutz, wir haben eine dicke Lederhose an, dicke Handschuhe. Das, wenn wir durch diese Scheibe fahren, nicht großartig uns in Gefahr bringen. Ja, und dementsprechend, ja, hier ist er. Also gefährlich ist es nicht? Es ist schon gefährlich. Also es gibt immer noch ein gewisses Restrisiko, was wir natürlich minimieren, indem wir uns dementsprechend kleiden, protektionieren. Aber so zu 100% safe kann man einfach alles nicht machen. Das ist der falsche Job dafür. Ne? Und warum beschriftet ihr das? Visueller Key, keine Ahnung. Für die Gäste, die herkommen, die gucken sich das einfach an. Die haben noch ein kleines Gimmick, Stuntshow. Und wenn man danach durch die Scheibe fährt, ist natürlich ein schöner Effekt, wenn sowas zersplittert, wenn die Schrift mehr oder weniger entzweit geht. Ja, es geht also schon mal einiges schief. Motorrad springt nicht an, Auto fährt nicht mehr. Kurze Unterbrechungen werden einfach vom guten Moderator auch dann überspielt, sodass die Gäste das nicht so unbedingt merken, dass da total was schief gelaufen ist. Ob in der Show trotz Regen alles nach Plan verläuft, sehen Sie gleich nach einer kurzen Unterbrechung im zweiten Teil von Dossier 24.